Also man muss schon sagen, das ist schon ein Meilenstein und das hat schon Signalwirkung für den ganzen Anti-Doping-Bereich. Es stärkt die Anti-Doping-Arbeit, es zeigt, Dopen lohnt sich nicht und ist dementsprechend ganz wichtig, heute im Rahmen der Sportgeschichte zu sehen, dass das Anti-Doping-Gesetz greift. Ich gehe fest davon aus, dass das Urteil abschreckende Wirkung hat auf andere, die mit dem Gedanken spielen, sich da zu bereichern, zu betrügen. Das ist doch jetzt ein hartes Urteil, was es in der Form vorher nicht gegeben hat, was nicht möglich war. Und das, glaube ich, ist positiv für den Anti-Doping-Kampf in Deutschland. Jetzt mit Blick auf das Geständnis, wenn ich mich zurückerinnere, wo der Angeklagte gesagt hat, dass er das ja eigentlich dem Sport zuliebe gemacht habe. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Sportlerinnen und Sportler da auch betrogen wurden, finde ich es gut, dass jetzt auch da staatsanwaltlich ermittelt und jetzt auch ein Angeklagter verurteilt wurde.